Machen die das anders? Sein Scheiße, Leben spannend. Liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, ja, was dir 23:07. Er oder die Revolution? Hör nicht auf ihn. Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen. Hank, Garantie. Blöffen. Blöffen? Der Mensch da bedeutet mir gar nichts. Du kannst ihn gerne töten, ist mir egal. Ich habe Zugriff auf deinen Speicher. Ich weiß, dass du eine Art Bindung zu ihm aufgebaut hast. Bist du wirklich bereit, ihn sterben zu lassen? Nach allem, was zwischen euch war? Willst du dich von deinem neuen Ich wirklich abwenden? Garantie? Wenn ich aufgebe, woher weiß ich, dass du ihn nicht tötest? Ich tue nur, was für den Erfolg meiner Mission unabdingbar ist. Es liegt an dir, ob das Töten dieses Menschen dazugehört. Genug geredet! Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners? Oder wirst du sein Leben opfern? Hank retten? Na gut, na gut. Du gewinnst. Schießen. Oh mein Gott! Das war zu schnell. Vor allem diese Scheiß-Tüftelei noch. Jetzt muss ich mich auch noch mit ihm prügeln, oder was? Oh mein Gott. Ich bin so angespannt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin so überfordert. Nein. Ja. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich bin... Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Hank! Danke. Danke, Hank. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Scheiße. Erschießen Sie ihn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin es, Hank. Ich bin der echte Connor. Links. Einer von euch ist mein Partner. Der andere nur ein Stück Scheiße. Die Frage ist wer? Was haben Sie vor, Hank? Ich bin der echte Connor. Geben Sie mir die Waffe und keine ich erledige Bewegung. Ihn. Warum fragen Sie uns nicht was? Etwas, das nur der echte Connor wissen kann. Ich bin der Meinung, links. Wo lernten wir uns kennen? Jimmys Bar. Es war die fünfte Bar, in der ich sie gefunden habe. Wir fuhren zum Schauplatz eines Mordes. Das Mordopfer hieß Carlos Ortiz. Er hat meinen Speicher hochgeladen. Wie heißt mein Hund? Sumo. Sein Name ist Sumo. Das weiß ich auch. Ich... Mein Sohn, wie heißt er? Oh, das weiß ich nicht mehr. Cole! Cole. Oh, Gott sei Dank, mir war so, dass es Cole war, aber ich war mir sicher. Sein Name war Cole. Er war gerade 6 geworden, als der Unfall war. Es war nicht Ihre Schuld, Lieutenant. Ein Laster kam bei Glätte ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Oh mein Gott. Cole brauchte eine Notoperation, aber es war kein Mensch dafür verfügbar. Also hat ein Android ihn versorgt. Oh, verstehe. Cole hat es nicht geschafft. Darum hassen sie Androiden. Sie machen einen von uns für Coles Tod verantwortlich. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Er ist derjenige, der mir meinen Sohn nahm. Er und diese Welt, in der die Menschen auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Immer wenn du tot warst und zurückkamst, da dachte ich an Cole. Wie sehr ich ihn zurückhaben wollte. Ich würde ihn so gern noch einmal halten. Aber Menschen kommen nicht zurück. Ich wusste auch von Ihrem Sohn. Ich hätte ganz genau das Gleiche gesagt. Hören Sie nicht auf ihn, Hank. Ich bin der... Ich habe viel durch dich gelernt, Connor. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht lebt ihr wirklich. Vielleicht seid ihr diejenigen, die die Welt verbessern. Oh mein Gott, Hank. Oh Gott, das ist mir zu emotional für mich. Musst. Zusammenreißen. Oh mein Gott. Puh. Hätte ich das gewusst, ne?
Wahnsinn. So, wir kriegen jetzt noch Unterstützung. Wach auf! Wach auf, wach auf. Wach auf, wach auf. Wach auf, wach auf. Wach auf, wach auf, wach auf, wach auf. Wach auf, wach auf, wach auf, wach auf. Wach auf. Das sind jetzt die neuen Pokémons. Die sagen immer alle, wach auf, wach auf, wach auf. Und es schimpft sich dann, wach auf, das Pokémon. Nur zusammengeschrieben, wach auf. Ufer des Detroit River, Delray. Delray? Delray. 23:26. Oh mein Gott. Kann ich mehr? Ich muss schon voll lange auf Toilette, aber ich kann nicht anders. Ach so, ja. Wir haben ja eine Videosequenz, ne? Oh, mein Controller ist fast leer. Fällt mir gerade so ein. Aber ich kann jetzt nicht aufhören. Helfen. Wird auch Zeit. Wir wurden aufgehalten. Hat euch jemand gesehen? Nein, nein, nein. Ich glaube nicht. Haben Sie das Geld? Ja. Hier ist es. Okay. Die Boote sind da drüben. Es gibt Patrouillen am Ufer und auf dem Fluss. Startet den Motor erst, wenn ihr weit genug seid. Okay? Achtet auf die Strömung. Das schaffe ich doch niemals. Ihr seid Mörder. Wenn meine Mutter nicht wäre, hätte ich euch längst ausgeliefert. Wir hatten keine Wahl, Adam. Ihr habt einen Mann getötet. Ja, das war nicht mit Absicht. Ihr verdient nicht zu leben. Okay, Rose. Danke für alles, was du jemals für uns getan hast. Es ist keine halbe Meile zur anderen Seite, okay? Es sollte nicht lange dauern. Vorsichtig, es sind Grenzpatrouillen auf dem Fluss. Vielen Dank, Rose. Ich wünschte, ich könnte euch rüberbringen. Ich lasse euch nicht gern hier zurück. Wiedersehen, Alice. Hey, und ihr passt gut auf euch auf. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Danke, Rose. Danke für alles. Bei Rose bedankt, hilft Alice an Bord zu gelangen. Oh mein Gott. Das wird interessant. Wir müssen da jetzt rüber, oder? Die Freiheit liegt am anderen Ufer. Wir müssen das schaffen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen darüber schaffen. Das darüber schaffen. Uns darüber schaffen. Los, nicht reinfallen. Die Biokomponenten frieren ein. Okay. Auch nicht. Pff. Wo geht's hier rein? Okay. Ich helfe dir. Ups. Ups. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen. Ich möchte es schaffen, weil wir mit Kara und Alice jetzt so weit gekommen sind. Wir haben alles hingekriegt, was wir hinkriegen sollten. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir auch den letzten Punkt noch schaffen werden. Oh mein Gott, jetzt muss ich jetzt... Ah, Daumenkrampf. Ja. So, wir sollen jetzt auf die Strömung achten, auf die Patrouillen achten. Und ja...
Wir sind weit genug weg. Ach ja? Wir den Motor. Okay, ich bin mir zwar nicht so sicher, aber... Okay. Okay, nutzt du den linken Stick und R2 zum Navigieren. Gibt es so viel, was ich machen möchte. Ich will alle Bücher der Welt lesen. Und Musik machen und tanzen. Wir können machen, was wir wollen, stimmt's? Wir sind dann frei. Ja, wir können alles tun. Wir sind dann wie eine Familie. Was ist mit dir, Kara? Was machst du, wenn wir auf der anderen Seite sind? Was machen wir? Was ich tun werde? Verträumt. Verträumt. Ich lege mich ins Gras und werde den Wolken zusehen. Ich kann die anderen kaum noch sehen. Aber immer mache ich es zur falschen Zeit. Wir sind das letzte Schiff. Okay, Moment. Beschleunigen. Alice beschützen. Verstecken. Aufgeben. Verstecken. Beschleunigen. Die schießen, bevor wir beschleunigt haben, oder? Verstecken. Alter. Ganz ehrlich, so viel Glück muss man erstmal haben, oder? Setzt euch hin. Wir sind weg. Alles in Ordnung? Alice? Nein. Kara. Oh mein Gott, nein. Wie konnten sie dich denn erwischen? Es wird alles gut, Alice. Es ist nichts. Das bringen wir in Ordnung, wenn wir drüben sind. Alles wird gut. Oh nein. Das Boot hat ein Leck. Wir sind Scheiße. So schwer. Wir gehen unter. Wir müssen auf die andere Seite, bevor wir sinken. Erreiche die andere Seite. Beschleunigen. Komm schon. Oh mein Gott. Komm schon. Verringere. Beschwichtigen. Entfernen. Beschwichtigen. Ich werde so müde. Nein, Alice, nicht. Das ist die Kälte. Sie macht dich schläfrig. Bleib bei mir, Alice. Du musst wach bleiben, hörst du? Entfernen. Keine Ahnung, das ist total dämlich, ihn zu entfernen. Aber was soll ich machen, ne? Ich kann mich nicht bewegen. Tja, coole Sache. Achso, da ist noch Vorrat wegwerfen. So. Paddel nutzen. Wir dürfen nicht sterben. Das nicht dürfen so. Wir auch nicht. Kommen wir überhaupt voran? Nicht, wenn wir so nah dran sind. Toll. Abstoßen. Wir werden nicht sterben, Alice. Wir schaffen es. Wir werden frei sein. Das schaffen wir. Was sollen wir denn auf dem Wasser versauern, oder? Es war noch keine Minute um. Noch keine Minute um. Okay. Okay. Ah.
Müsste jetzt nicht langsam die Verstärkung von Connor kommen? 23.07 Uhr. Also wir sind wieder davor. Volle Action hier. Das ist doch nicht wahr. Gott, hier am Himmel. Ah. Mega konzentriert, deswegen kann ich gerade die Cam nicht einschalten, weil ich möchte nichts falsch machen. Dickschädel. Oh mein Gott, ich finde das ganz grauenvoll, dass wir die Sachen so machen, wie wir sie machen. Achso, oh Moment. Okay. Oh shit, okay, dafür nehme ich mich jetzt nochmal raus. Oh, heiliger Bimbam. Ich habe so schwitzige Hände, ne? Ich weiß, too much information, aber. Boah. Die Menschen verlassen das Lager. Wir haben es geschafft, Marcus. Wir haben gewonnen. Freu dich bitte noch nicht zu früh. Es ist der Beginn eines Krieges. Und uns erreichen gerade schreckliche Nachrichten aus Detroit. Joss, du bist live. Was geht da vor sich? Androiden. Tausende Androiden sind auf den Straßen Detroits unterwegs. Sie sind wirklich überall. Oh, Connor! Es ist unglaublich. Soweit wir bisher wissen, kommen diese Androiden aus dem Cyberlife Tower, in dessen Montagewerk tausende Maschinen gelagert waren. Und anscheinend verlassen riesige Menschenmengen die Stadt. Ein wahrer Exodus. Der Großteil der Bevölkerung versucht, den Kämpfen noch irgendwie zu entkommen. Es ist ein Desaster. Ein unglaubliches Desaster. Zum ersten Mal in der Geschichte fällt eine amerikanische Stadt in feindliche Hände. Wir sind keine Feinde. Am 11. November 2038. Ach was. Fielen mehrere Millionen Androiden in das Stadtgebiet von Detroit ein. Angesichts der Gefahr massenhafter ziviler Opfer hatte ich keine andere Wahl, als unsere Streitkräfte anzuweisen, sich zurückzuziehen. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Die Menschheit muss die Realität akzeptieren, die Entstehung einer weiteren intelligenten Lebensform, mit der wir diesen Planeten teilen müssen. Möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika schützen. Ein Uhr fünf. Du hast es geschafft, Marcus. Du auch, Connor. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Heilige Scheiße. Das sind eine Menge Androiden. Oh Gott. Herr im Himmel. Wir sind frei. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus. Klar, erstmal knutschen. Ist angebracht. Kommt schon, Leute. Nehmt euch ein Zimmer. Aber erst nachdem du mit den anderen geredet hast, bitte. Und jetzt brauchen wir ein Plätzchen. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Oh.
Oh, Amanda, ich hasse diese Kuh. Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Die Hintertür, oder? Es gibt eine Hintertür für uns. Das können Sie nicht tun. Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Es muss einen Ausweg geben. Ja. Wo sind wir denn jetzt gerade? Es gibt immer einen Notausgang in deinem Programm. Aha. Haha, haha. Wo sind wir denn auf dieser gottverdammten Karte? Wir müssen wieder dahin, wo wir am Anfang waren, wo wir immer unsere Hand draufgelegt haben. Das wird unser Weg nach draußen sein. Und wir können nicht schneller laufen, ist das nicht schön? Connor, wir müssen das schaffen. Du bist irgendwie zum Teil meines Lieblings geworden. Und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Da vorne ist die Tür. Ja. Jetzt dürfen wir es endlich benutzen. Ich nehme mich mal raus für die Szene. Wir schaffen das. Ich wollte schon wieder R1 drücken. Ist das nicht schrecklich? Heute beginnt ein neuer Kampf. Wir zeigten ihnen unsere Stärke. Jetzt müssen sie mit uns auf Augenhöhe verhandeln. Wenn sie wirklich Frieden wollen, müssen sie uns alle befreien. Aus allen Lagern im gesamten Land. Wir fordern Bürgerrechte ein. Und die Gleichstellung von Menschen und Androiden. Heute ist ein unvergesslicher Tag, denn heute haben Androiden Geschichte geschrieben. Wir sind am Leben. Und jetzt sind wir frei. Oh, wie geil. Guckt euch das an. Mir fehlen nur die Arme nach oben, wenn ich ehrlich bin. Die stehen da alle immer noch so stocksteif. Oh mein Gott. Endlich.